Okay, dann machen wir doch mal. Schade, ich dachte, wir könnten da einen Text drauf machen. Aber das geht natürlich auch ganz gut. Werkzeuge. Wir haben jetzt fast schon versucht, noch einen Amboss zu machen. Komm, wir haben das Eisen. Es tut mir leid! Wie macht man nochmal einen Amboss? Ich glaube, wir brauchen drei Eisenblöcke dafür. Und eigentlich könnten wir gleich noch was machen. Erstmal craften wir den Amboss. Zack. Und dann muss ich noch mal kurz was nachgucken. Moment, Moment. Sekunde. Vielleicht schneide ich euch das auch raus. Okay, Leute, da bin ich wieder. So, wir brauchen vier Eisenblöcke für das, was ich vorhab, was ich schon lange mal vorhatte. Ich weiß gar nicht, warum ich es jetzt erst mache. So, vier Eisenblöcke kann man ruhig mal ausgeben, finde ich. Wie gesagt, wir haben genug Eisen, wir finden auch immer wieder Eisen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir eine Eisenknappheit hier haben in der Welt. Das wisst ihr aber auch genauso gut wie ich. So, wir legen uns mal ganz schnell schlafen. Und ich frage mich gerade, warum das Spiel so einigermaßen ruckelt. Das ist so eine Sache, die würde mich gerade schon mal interessieren. Keine Ahnung. Naja. Wo haben wir jetzt das Schild hin? Ach, das hängt hier ja schon. Stimmt. So, dann gib mal hier. Machen wir mal Schild. Amboss. Okay, das mit den. Ach toll, sowas kann ich einfügen. Ach, warte mal, ich verliere. Oh nein. Ich verliere das Item noch nicht mal. Na gut, dann ist da jetzt eine Axt drin. Warte mal, wenn wir das Item nicht verlieren, dann mache ich die Diamantspitzhacke da rein. Dann haben wir hier nämlich so den Hinweis, okay, hier kann man craften und so. Das ist so unsere Werkstatt auch. Ja. Kann man doch so machen. Ich hätte gerne noch so eine Freiluftwerkstatt, ehrlich gesagt. Mal kurz das. Warum fehlt hier ein Block Erde? Keine Ahnung. Ich möchte mal kurz das gucken. Okay. Okay. Das geht aber eigentlich. Oder? Also so bis dahin können wir reingehen. Das heißt, wir bräuchten dann hier schon Stein. Das geht aber eigentlich wirklich. Dann machen wir es vielleicht hier hin, so eine kleine Werkstätte. Kleine Werkstatt. Die man auch irgendwie von drinnen betreten muss. Ich weiß nicht genau, wie das Ganze funktionieren wird. Das Bett muss dann wahrscheinlich weichen. Oh, welch graus. Das Bett muss weichen. Wie schlimm. So, ich weiß noch nicht genau. Das sieht jetzt hier halt ein bisschen kacke aus, ne? So, das Bett machen wir mal weg. Ja, sieht sehr erkünstelt aus. Ich hole mal Pflasterstein gerade mal. Gesteini. Cobblestone. So, machen wir es mal kurz. Ja, okay. Hier kommt auch Kobbel hin. Genauso wie wahrscheinlich auch hier, was natürlich dann von innen ein bisschen problematisch wird, aber macht ja nichts. Da, ups, da kann man natürlich auch noch irgendwie was deichseln. Fällt uns schon was ein. Ja, sieht wunderschön aus, ne? Muss man ja mal einfach so sagen. Haben wir hier vielleicht Steintreppen hin? Moment. Steintreppen. Steintreppen. It's a trap. Weißt du? Wegen Treppe. Trap. Egal.
So, okay, warte mal. Hier und hier. Und dann hier und dann hier und dann so. Ja, und dann muss das hier wahrscheinlich auch weg, weil sonst sieht es sehr, sehr eigenartig aus von unten. Aber jetzt wird es sehr eigenartig von oben aussehen, schätze ich mal. Und das hier, das finde ich allgemein sehr, sehr seltsam. Das mit den Treppen ist doch keine gute Idee. Wir machen das mal so. So. Dann brauchen wir ein paar Stufen. Dürfte reichen. Und dann so. Nein, das wollte ich nicht. Warum habe ich das Lied in der Playlist? Was habe ich mir dabei gedacht? Naja, jetzt ist es drin. So geht's aber, oder? Finde ich gerade sogar mal gut, dass das Schild jetzt nicht kaputt gegangen ist. Huch! Ne, das wollte ich nicht. Okay. Let's go find Zelda. You saved Zelda. I'm going to Gamelon after you've scrubbed all the floors. Huh? Scrubbed all the floors. Warum habe ich dieses Lied in der Playlist? My Wii, huh? Alter, das kann nicht mein Ernst sein. Jetzt mal Spaß beiseite. Das kann ich unmöglich ernst gemeint haben. Ja gut, da ist sogar das Lied besser, ehrlich gesagt. Okay. Ja, das hier kann auch mal Stein sein, ne? Würde ich sagen. So, dann haben wir hier eine kleine Werkstatt. Da kann jetzt auch von mir aus der Amboss rein. Peng. Vielleicht... Vielleicht hier Lava? Einfach damit es so ein bisschen nach Schmiede aussieht. So, dann die Crafting Bank darf da ruhig bleiben. So, warte mal. Wir brauchen einen Ofen. Ich mache immer die falsche Kiste als erstes auf. So. Was ich in dieser Aufnahme alles machen wollte, ist ja eigentlich... Ich wollte mal was anfangen, bevor mich die Kerstin haut. Nämlich eine kleine Kathedrale bauen. Sonst haut mich die Kerstin nämlich irgendwann. Und das möchte ich gerne verhindern. Jetzt bin ich aber wieder an was anderem dran. Ich werde aber versuchen, das in dieser Aufnahme noch wenigstens mal anzufangen. Zu Ende stellen wahrscheinlich nicht mehr. Wir bräuchten Lava. Ja komm, scheiß drauf. Wir gehen mal kurz in den Nether. Holen uns Lava und dann verpissen wir uns wieder. Dürfte ja nicht so schlimm sein. Yeah. Tschüss. Die Musik passt sogar. Ist nämlich ein Lava-Level, in der es gespielt wird. Im Original Diddy Kong Racing Game. Kein Infernal-Mob. Okay, sehr gut. Boah, es ist so hell hier. Boah, die Lava, ey. Okay, hier mussten wir lang. Ich glaube, das war ja der Weg, wie man zu der Lava kam, ne? Wenn man einfach diesen Weg lang folgte, kam man doch zur Lava, oder? Gag. Okay. Es sieht einfach kacke aus mit Shadern, ne? Weißt du, was ich mal ganz kurz mache?
Wir machen mal kurz speichern und zurück zum Hauptmenü. Aus dem einfachen Grund, damit die Welt nicht weiter mit dem LAN geöffnet ist. LAN öffnen heißt nämlich, dass die Welt nicht angehalten werden kann. Das ist praktisch eine Welt auf einem Server sozusagen. Ich liebe deine Mom, ich liebe meine Mom, heute ist Muttertag. So, jetzt ist die Welt nämlich, jetzt ist pausiert, weil ich im Pausenscreen bin. Wir machen ganz kurz die Shader raus. Also ganz kurz die Shader. Also ganz kurz die Shader. Danke. Oh, Minecraft. Braucht noch einen Moment. Minecraft. Doch Minecraft hatte keine Lust mehr. Minecraft entschloss sich doch noch Lust zu haben, was ich sehr begrüßte. Ich mochte... Mann! Die Shader sind immer noch drin. Dummes Spiel. Off. Wieso sind die wieder drin? Habe ich da irgendwas angeklickt? Zeus vs. Version 11 ist übrigens draußen. Oder Zeus. Kann ich euch mal zeigen. Aber ich kann gleich sagen, wir können sie leider nicht nutzen. Nicht mit meinem Laptop. Die laggen extrem krass. Vielleicht kommt da eine Lite-Version noch raus in Zukunft. Dann können wir sie gerne mal probieren. Aber momentan leider nicht benutzbar für mich. So. Ja, ja. Das ist ja wirklich tragisch, Fridde. Erzähl es deinem Friseur, deinem Frittenfriseur. Alter, das Essen geht so schnell weg, ne? Ich finde das übertrieben. So, wegen einem dummen Eimer Lava sind wir jetzt hier den Weg gegangen. Aber er war jetzt auch nicht wirklich sehr gefährlich. Bislang war er sehr gechillt sogar. Möchte ich behaupten. So. Können wir wieder zurückgehen. Schubi. Ich bin fast schon überlegen, ob ich die Shader mal rauslasse, weil es einfach viel flüssiger läuft. Ohne Shader. Ist schade eigentlich. Naja. Shader laufen wir in letzter Zeit etwas unflüssig. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. Ist irgendwie so tagesformabhängig, habe ich das Gefühl. Manchmal läuft es extrem flüssig, manchmal nicht so ganz. Dann wieder schon. Gerade eben nicht so sehr. Können wir wieder die Sildur's Vibrant Shader reinmachen. Die waren ja eigentlich immer sehr performant. Aber ist ja auch doof, wenn man sich dann immer danach richten muss, ob es flüssig läuft oder nicht. So auf Dauer ist das ja auch nicht schön. So. Ab ins Portal. Portal 2. Okay. Und dann. Komm, wir hauen die Shader mal wieder rein, einfach weil es schöner aussieht. Wir versuchen es mal nochmal mit Tucaptic. Wenn das nicht klappt, weiß ich es auch nicht. Ehrlich gesagt. Achso, Version 11. Ja, die zeige ich euch noch. Was ich auch gerne machen würde, wäre eine... Eine Reise! Eine Reise! An vergessene Orte, beziehungsweise an Orte, bei denen wir noch gar nicht waren. Von denen wir nicht mal wissen, dass es sie gibt. So. Jetzt haben wir hier so ein Lavabecken. Finde ich doch ganz nett. Oder wir machen das Lavabecken so. Es geht natürlich auch. Dann bräuchten wir aber erstmal einen Schlafplatz, weil sonst haben wir gleich ein Problem, was Monster angeht. So, und jetzt könnte ich eigentlich mal was Cleveres machen, weil ich eh schon dabei bin. So, einmal machen wir hier Stein hin. So. Okay, das ist jetzt weniger schlimm. Wir gucken mal, was hier oben noch so kommt. Ich glaube, hier kommt nicht mehr viel. Machen wir hier mal. Danke.
Kann ich mich hier durchgraben? Naja. So halbwegs. Na, wobei, wenn ich... Das geht. Und wenn ich hier noch Öfen hinbaue. Wir haben noch Öfen. Wir brauchen ja 3. Wobei, vielleicht machen wir da auch noch so coole Öfen hin. Wir machen mal 3 Öfen. Moment. So, 1, 2 und 3. Nehmen wir mit. Und haben keinen Platz mehr im Inventar. Super. Wir können noch eine Werkbank hier hinlegen. So. So, dann haben wir hier eine schöne Ofenwand. Wir können die Öfen ja noch wegreißen, wenn wir dann neue Öfen dahin bauen. Das geht ja auch. Steht uns ja alles frei. So.